Meine, da gibt es ja viele Star Wars-Fans, sag ich mal. Oh Gott, es kracht mir da gleich alles runter. Das war alles gut. Ich bin jetzt kein, ich meine, ich schaue es ganz gern mal an, aber ich bin jetzt kein ultimativer Star Wars-Fan. Das ist also hier die Box aus älteren Zeiten, möchte ich mal sagen. Brauche ich doch nicht viel zu sagen. Ich stelle jetzt einfach mal vor. Den habe ich auch auf Blu-ray, weil es einfach für mich der beste von den alten ist. Das ist der erste Teil. Eine neue Hoffnung. Das war hier noch die Doppel-Edition, Doppel-DVD-Edition. Dann haben wir aus der Box hier den zweiten. Das Imperium schlägt zurück. Ist ein bisschen abgefallen, aber das ist meistens so, finde ich, bei den Star Wars, dass der zweite ein bisschen abfällt. Und dann der dritte wieder etwas besser wird. Ja, war jetzt, ja, das bei den anderen Trilogien auch so war, möchte ich jetzt mal dahingestellt lassen, können wir nochmal drüber philosophieren. Die Rückkehr der Jedi-Ritter ist dann der dritte Teil. Ja, wann ich die und ob ich die wieder mal anschaue, gut, das lassen wir mal dahingestellt sein. Dann haben wir die dunkle Bedrohung. Wer kennt ihn nicht? Den finde ich auch als ersten Teil am besten von der Trilogie. Der hier ist ja auch ab 6. Ja, finde ich ja toll, dass er der erste Teil, wie auch hier, eine neue Hoffnung, auch ab 6 ist. Und dann alle weiteren ab 12. Warum auch immer. Das ist ja eigentlich auch nur köder, dass man die kleinen Kinder da auch ins Kino mit reinnehmen darf und damit die eben auch scharf drauf werden auf das ganze Merchandising. Sei es Lego oder nicht Marvel, von Hasbro. Die bringen ja alle schöne Modellchen raus. Angriff der Klonenkrieger, den fand ich jetzt nicht ganz so toll. Ich fand dann den dritten Teil wieder besser. Die Rache der Sith. Aber insgesamt gesehen habe ich auch hier nur den ersten auf Blu-ray. Dann die neue Trilogie. Das Erwachen der Macht ist auch der Film, den ich auf Blu-ray habe und die anderen nicht. Es war dann so, dass ich fand den ja toll, weil da eben der Han Solo alias Harrison Ford nochmal mitgemacht hat. Fand ich ja toll. Der war ja dann im zweiten Teil nicht mehr dabei. Der zweite Teil, der ging für mich noch. Und dann kam es, dass ich lange Zeit den dritten Teil nicht hatte. Und dann habe ich ihn dann doch der Vollständigkeit halber gekauft, aber ich fand ihn echt nicht gut. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal anschauen werde. Es ist dann, das Thema ist halt dann doch schon sehr ausgekaut. Disney hat die Rechte und presst die Zitrone aus bis zum geht nicht mehr. Wer Disney abonniert hat, also ich habe kein Disney, aber da kann man ja auch bis zum Erbrechen Star Wars Sachen noch zusätzlich schauen, weil da kommen wir noch hin zum Mandalorian. Ich ziehe ihn jetzt dann doch mal raus. Ich hatte mir, also mein Junge hatte mir den mal auf CD gebrannt, die erste Staffel aus dem Netz. Da war ich ganz dankbar drüber, aber ich glaube, es gibt ja mittlerweile drei. Mir reicht die erste Staffel von Mandalorian. Es ist dann doch irgendwann mal genug, finde ich. Und auf Disney Plus kann man dann auch alles anschauen. Also wer da richtig abgeht, der kann sich alles anschauen. Den habe ich auch auf Blu-ray. Rogue One fand ich mal eine schöne Adaption. Ist ein bisschen düsterer gemacht wie die restlichen. Aber die Aufnahmen sind halt noch ein bisschen an die alten angeknüpft, weil es ja eben diese Zwischensequel war. Weil der spielt ja vor eine neue Hoffnung. Deswegen ist der auch ein bisschen auf alt gehalten. Ne? Ist ein bisschen so wie wie im zweiten Teil. Das Imperium schlägt zurück, war ja doch dieser Kampf mit den AT-ATs im Schnee. Und da haben wir ja den Kampf mit den AT-ATs, da ist jetzt hier nicht abgebildet, auf dieser Karibikinsel. Dann für viele war er ja nicht so toll. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn echt gut und er hat Spaß gemacht. Das Solo mit
Alden Ehrenreich, der hat noch andere Filme gemacht, aber ich könnte es euch jetzt gar nicht sagen, den habe ich auch auf Blu-ray. Ansonsten kenne ich da, glaube ich, ach, da macht doch der Woody Harrelson, macht, glaube ich, mit. Fand ich auch ganz gut. Dann haben wir den